Ich glaube, das ist auch eine Art USB-B. Keine Ahnung. Oder B-Mini, irgendwie so. Auf jeden Fall, mein Mac die auch erst nicht erkannt. Und dann habe ich das aber nur neu angesteckt. Dann war kein Problem. Mein Mac, alle Partitionen, also meine MacBook, Time Machine Partition, meine Mac Time Machine Partition und meine Windows Partition, alle erkannt. Kein Problem. Ja. Wieder an Windows-PC gehauen. Nicht erkannt. Dann habe ich wieder, okay. Startet es mal neu, die Chose. Oh, ich hatte einen Haltewunsch, ne? Ich müsste dann schon die Leute rauslassen. So fair muss ich ja schon sein. Ich hasse das, dass ich nicht nach hinten gucken kann. Auf jeden Fall, ne? Schön dran gesteckt. Und habe gedacht, scheiße. So, neu gestartet. Wieder nicht erkannt. Ist halt scheiße, ne? Wenn du im Begriff bist aufzunehmen, dann noch Troubleshooting machen zu müssen, ist einfach scheiße. So, rauszufinden, warum die Festplatte nicht geht. Gut, ich bin Systemadmin. Ich habe da so ein paar Ideen. Allerdings, die haben auch andere Menschen, die nicht jetzt unbedingt Systemadmin sind, aber einfach ein bisschen PC-affiner. So, geguckt im Festplattenpartitionsprogramm, weil da werden ja gerne mal Platten erkannt, die eigentlich auch nicht am PC erkannt werden, aber trotzdem, also ne, die von Windows im Explorer nicht gemountet werden, also angezeigt, gemountet, aber die halt erkannt werden. Also ich in dieses Festplattenpartitionsprogramm und schön, so, was gibst du mir da? 2 €, kriegst du 50 Cent zurück, schön, viel Spaß. Ne, ich also in dieses Programm da rein, auch nicht gesehen. Ich sehe meine Mac-Partition, ich sehe meine Bootcamp-Partition, alles schon gut, aber ich sehe nicht meine externe. Bin ich so scheiße. So. Der nächste Go-To wäre dann USB-Port wechseln. So, mein iMac hat 4 USB-Ports. Ich habe zwar einen 7-Port-USB-Hub, aber der ist sehr launisch. Also da sagst du mal, ja, hier mal funktioniert alles, mal kannst du das Lenkrad dran schließen. Maus und Tastatur laufen auch immer noch darüber. Und Festplatte ging auch ganz gerne mal darüber, aber die letzten Male nicht mehr. Also kannst du den auch vergessen. Also habe ich 4 USB-Ports. An einem davon hängt halt der Hub, weil Maus und Tastatur. Weil Maus und Tastatur würden ja sonst 2 Ports übernehmen. Dann habe ich das Audio-Interface, das braucht nochmal einen Port. Ich habe mein Lenkrad, das braucht nochmal einen Port. Merkst du was? Damit sind schon 4 Ports verbraucht, ohne dass du überhaupt die Festplatte dran hast. Die Festplatte brauche ich aber, wenn ich OBS irgendwelche Aufnahmen haben möchte. Jetzt habe ich übrigens gerade das Haltestellenschild mitgenommen. Ich Genie. Ich habe gerade gedacht, hier hätte irgendjemand im Raum mit mir gesprochen. So, ich höre Geister. 2,10 €, ne? 2,50 €. 3 €, 5 €. Bitteschön. Ja, USB-Ports. Also, ne, wie gesagt, aber ich habe ja den Hub da dran, also ist kein Problem. Also, ich habe am PC, also direkt eben nur die 4 Sachen. Also, Hub, Mischpult, weil das ist halt. Das braucht halt die volle Spannung, weil ich habe hier mein NT1 dran. Das braucht 48 Volt Phantomspeisung. Das geht nicht über so einen Hub. Das kannst du voll vergessen. Also hängt das direkt am PC. Der Hub braucht natürlich auch einen Port. Also sind schon mal 2 von 4 Ports weg. Dann habe ich gesagt, okay, Festplatte ist wichtig. Wenn ich die nicht mehr über den Hub betreiben kann, muss ich die halt über den PC direkt betreiben. Der bremst, schön sagte. Ja, also ist der auch dran. Und Lenkrad lässt sich auch nicht mehr über den Hub betreiben, aus irgendwelchen Gründen. Keine Ahnung, kein Dunst. Ist mir auch eigentlich egal. Auf jeden Fall das auch noch dran. Also alle 4 Ports belegt. Habe ich halt einfach Lenkrad und Festplatte getauscht. Siehe da, Lenkrad. Gut, das ist recht. Das ist kein Problem. Das funktioniert eh irgendwie mit jedem Port. So, quasi die Bitch der USB-Geräte. Und Festplatte, die ist ein bisschen launischer, die ist ein bisschen wählerisch. Die ging dann mit einem anderen Port. Zum Glück.
Sonst, wenn das nicht gegangen wäre, hättet ihr diese Aufnahme nicht gesehen. Aber. Naja, Hauptsache es funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn, funktioniert. Also wenn eure Festplatte mal nicht erkannt wird, nicht verzagen, USB-Port wechseln. Reimt sich nicht, aber ist trotzdem eine gute Regel. Ist auf jeden Fall so mein Tipp. Also ist nach Have You Tried Turning It Off and On Again die beste Möglichkeit und der nächste Punkt eines jeden ITlers. Also, hast du mal aus- und angemacht? Jo. Hast du mal einen Port gewechselt? Jo. Geht immer noch nicht? Nö. Pech gehabt. Nee, also dann gibt es immer noch andere Methoden, aber das sind immer so, das ist das Geile, dass, also wenn du den Leuten das sagst, so im IT-Support, dann verkaufen die dich erstmal für den dümmsten Menschen auf Erden, dass sie so sagen, duh, natürlich habe ich das gemacht, für wie doof hältst du mich denn? Aber das Geile ist, also, weiß ich nicht, bestimmt 40-50% meines Jobs bestehen ganz gerne mal darin, dass ich zu irgendwem ins Büro gerufen werde und dann, ja, das geht nicht, was weiß ich, habe schon alles probiert. Und dann schlage ich halt meistens die Sachen vor, ne? Weil ich so sage, hier hast du mal versucht zu trennen und reconnecten, wenn es irgendein Netzwerkgerät ist oder sonst irgendwas. Ja, habe ich schon. So, aber ich mach's dann einfach trotzdem nochmal. Einfach so, einfach mal ausprobieren. Also, so, what the heck, warum nicht? Kann man doch mal machen. So. Und das Geilste ist dann immer, wenn es dann funktioniert. Ich meine, ich habe dann ja Verständnis dafür, ist ja kein Problem. Ich gehe da nicht hin und sage, oh, jetzt hast du mich zum Arbeiten gebracht, du Arschloch. Nee, sondern ich sage halt, ja, ist ja kein Problem, ne? Aber das ist dann immer geil, weil die Leute dann immer in Erklärungsnot kommen, ne, so nach dem Motto, ey, das habe ich probiert, ich schwöre, ich habe das probiert, weil sie dann immer irgendwie sich so ein bisschen schlecht fühlen, dass sie den ITler aus seinem Keller, also gut, die sitzen im Keller, aber den ITler aus seiner, aus seinem Büro da gelockt haben, um quasi das Gleiche nochmal zu machen. Was? Warte. Nabe. Au. Oh, scheiße, der kostet ja 2,10 Euro. €3, €5. Bitteschön. Ja, auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, die haben dann schlechtes Gefühl, schlechtes Gewissen, dass sie den ITler aus seiner Höhle gelockt haben. Und dann ist es eigentlich total easy. Aber naja. So ist das halt. So ist das Leben als Systemadmin. Oh, scheiße. Ja, das muss sein. Weil ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Oh, jetzt bin ich ja so weit drüber. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ampeln, wenn sie rot sind, sollten nicht überfahren werden, liebe Fahrgäste. Ich weiß, da müsst ihr euch nicht so die massigen Sorgen drüber machen, weil wenn ihr Bus fahrt, habt ihr euch logischerweise gegen das Auto entschieden. Wobei es ja hier und da Autofahrer gibt, die ja beispielsweise dann auch mit dem kostenlosen ÖPNV zum Autofahren, zum Busfahren, also gebracht werden sollen. So, Wortfindungsstörung, for the win. Aber ich glaube, das trifft dann immer nur einen geringen Prozentanteil. Also haben wir ja bei BMX schon darüber gesprochen. Das sind dann die Leute, die sagen, ja Mensch, ich bezahle für die Scheiße, dann mache ich das auch. Aber viele Autofahrer, zumindest so im Bereich der Leute, die ich kenne, sagen eigentlich alle, so 90% mit dem Auto, einfach aus dem Grund, man hat die Freiheiten, überall hinzufahren, wo du möchtest. Man ist nicht an irgendwelche Zeiten gebunden und man ist in den meisten Fällen schneller da. Allerdings zu gewissen Sachen, irgendwelche Treffen oder irgendwelche Events, kann man dann schon mal mit der Bahn hinfahren. Einfach nur, wenn man
Alkohol konsumieren möchte, dass man dann sagt, ja, hier, der fährt nicht mehr zum Hauptbahnhof. Ich fahre zum Rathausmarkt. Das fällt mir erst jetzt auf. Wobei, wir haben Samstag. Dann fahre ich nur zum Rathausmarkt. Nee, aber wie gesagt, wenn man halt irgendwo hin möchte, wo man Alkohol konsumiert, was weiß ich, irgendwelche Treffen, macht das schon Sinn, mit Bus und Bahn zu fahren? Hoppala. Von daher, was ich aber so geil finde, weißt du, ich bin ja letzte Woche Freitag in Hamburg mit dem Bus gefahren. Im Randbereich. Ja? Da fährt halt einfach. Christian sind wieder, ne? Da fährt halt einfach so die. So 10 Minuten Takt. Ich finde das so geil. Der fährt ja auch Sonn- und Feiertags 20 Minuten Takt. Also ich meine, ich bin zufrieden mit dem, was ich in Dortmund habe. Weiß Gott, also da bin ich wirklich zufrieden. Das ist wirklich geil. Aber Hamburg setzt nochmal eine Schippe drauf. Dass halt einfach die Busse in 10 Minuten, oder Sonntag und Feiertag, 20 Minuten Takt, ist so geil. Ich feiere das so hart, weil es halt einfach so gut ist. Aber hey, wie gesagt, bin zufrieden. Hamburg, wie gesagt, immer noch meine Stadt. Habe ich immer gerne. Oh, guck mal, Bahnhof Dammtor. Ist immer noch eine sehr, von mir sehr gemochte Stadt. Willst du einen Nahbereich, ne? Du hast 2,10 Euro hingelegt. Dann gehe ich mal davon aus. So, perfekt. Rockel. Oh, komm, komm, Tür, Tür. Schnell. Komm, Bus, los. Oh ja, das Ding war noch an. Ich hab's noch gesehen. Ich bin noch unfallfrei hier rumgekommen. Hui. Phew. Bahnhof Dammtor. U-Bahnhof Stephansplatz. Dann fahren wir mal hier in die Mitte. Da müssen wir jetzt auf die Busspur drauf. Kennt man ja. Linienweg ist ja so. Ich glaube, Hafen City ist. Ist das 2016, 17? So um den Dreh. Den kennt man ja noch, den Linienweg. Der ist ja eigentlich nicht anders geblieben. Nicht anders geblieben. Nicht, unverändert. Also, der Linienweg ist unverändert. Meine Güte, schwere Geburt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, weil ich gerade erst gesehen habe, dass diese Ampel rot ist. Wobei, das ist die linksabbiege Ampel für die andere Spur. Ich Idiot. Also musste das nicht sein. Ich entschuldige mich. Entschuldigung, es hätte nicht sein müssen. Verschuldigung. Verzeihen Sie mir das bitte. Dankeschön. So, zack. Aber Solobus reicht. Ist easy. Gut, ich habe zwischendurch alle Fahrgäste verloren, aber Solobus reicht prinzipiell. Ich kann nicht mehr sprechen, ey. Ich sollte einfach ins Bett gehen. Du möchtest Bus fahren. Entschuldigung. Ja, was willst du denn? Willst du für 1,10? Könnten wir mal bitte ein Auto fahren? Ah, perfekt. Okay. 20, 2 Euro. Ja, 7 Euro. Danke. 10 Euro, bitteschön. Bitte. Danke. Ich habe übersteuert, es tut mir sehr leid. So, Anforderungskontakt. Ich weiß nicht, ob das zur Deko da ist oder ob das richtig so ist. Keine Ahnung. I don't know. Tür schließen. Habe ich schon. Zack. Los geht's. Weiter geht's. Ja, ja. Aber wenigstens, das muss ich ja wirklich sagen, wenigstens hatte ich für mich, für meinen Teil, ja? Ich bin der Julian, ich bin der Z2-Liebhaber. Ich hatte für meinen Teil das Glück, dass ich in Hamburg. 109, okay. Wir fahren immer noch über Jungfernstieg. Nee, ich hatte, wie gesagt, für meinen Teil das Glück, dass es in Hamburg kein Line City geworden ist. Weil, ja, die sind in der Unterzahl erheblich, aber. Ach, das ist dieses Busbeschleunigungsprogramm, das sieht man hier ganz gut.
an der Anforderungskontaktampel mit, ne? Ja. Eine Anforderungskontaktampel. Punkt. Nix mit oder ohne, was weiß ich. Dann sieht man einfach eine Anforderungskontaktampel. Ja. Nee, es ist halt kein Land City gewesen. Weil, wie gesagt, die sind in der Unterzahl und da bin ich ganz froh drum, dass es dann keiner geworden ist. Ich meine, ich habe ja in Dortmund zumindest immer das Glück. Da ist es zwar left. relativ leveled, wollte ich sagen. Dann ist es relativ leveled. Keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich kann nicht mehr sprechen. Verzeiht mir das bitte. Das ist relativ ausgeglichen. Aber da habe ich ja eh meistens das Glück, dass... Wobei, eigentlich kann ich das nicht behaupten. Weil ich bin fast jeden Tag die Woche mindestens C2 gefahren. So 14er oder 17er C2. Also Facelift waren auch dabei. Da waren auch nur 6er Facelift. Also Facelift Euro 4 mit altem Innenraum dabei. Da waren auch Line City dabei. Aber ich bin Facelift gefahren. Ich bin C2 gefahren, so. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, es ist eigentlich doof, dass ich das erst am Ende sage. Seid vorsichtig mit dem Windows, also wenn ihr Windows 10 User seid, wenn ihr diese, wenn ihr zu dem Teil Menschen gehört, passt auf das Windows 10 18.03 Update. Also auf das Spring Creators Update, je nachdem, wie man es nennen möchte. Passt darauf auf. Es ist gefährlich. Also ich habe auf der Arbeit war ich quasi Early Adopter, also habe ich das früh geupgradet. Da hatte ich das Problem, dass mit in Verbindung mit Google Chrome mein PC immer eingefroren ist. Dann machen wir mal hier einen Screenshot, ne? Ist halt mein Windows immer eingefroren, mindestens einmal am Tag. Also ist nicht schön gewesen, was ich noch gucken. Haben die Lizenzen für Apple? Das wundert mich. Also darf man das so? Weil eigentlich ist Apple ja recht schwierig, was das angeht. Oh, guck mal, ein iPhone 5C. Ja, das erkennt man daran, weil es bunt ist. Apple hat sonst nie bunte Geräte gehabt, die diese Farbe hatten. Nee, aber wie gesagt, passt damit auf. Ich hatte meine Freezes damit, jetzt mittlerweile ist es okay. Aber bei zwei Arbeitskollegen ist es zum einen so, dass entweder Office sich auf dem Zweitbildschirm nicht mehr maximieren lässt, ohne dass es abstürzt. Und beim anderen Arbeitskollegen ist es halt so, dass entweder Firefox oder der Adobe Acrobat Reader auch zumindest in dem oberen Bereich, so in der Funktionsleiste, nicht mehr funktioniert, beziehungsweise die nicht angezeigt wird, wenn das Programm auf dem Zweitbildschirm maximiert wird. Also es gibt Probleme mit dem Zweitbildschirm auf dem Windows 18.03. Die Probleme mit Chrome sollen wohl schon gefixt sein. Also wenn ihr da updatet, ist das kein Problem mehr. Aber passt ob, weil das mit dem Update ist nicht gut Kirschen essen. Ja? Soll ich nur so sagen. Damit ihr Bescheid wisst, damit ihr nicht den gleichen Fehler macht. Ich habe jetzt eigentlich konstant immer 1 bis 2 Minuten Verspätung gehabt. 1:39 jetzt am Ende. Ja. Übergang zur Linie U3, das ist richtig. Zack. Machen wir den Karren mal aus. So, zack, Bums und Falara. Dann haben wir es geschafft. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, seid ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ihr das natürlich nur wollt, ne? Ist ja klar. Ich kann ja niemanden dazu zwingen. Ne? Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich, sag auf Wiese gehen und wir
hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.